Jojojo, Leute, was geht? Ich bin's wieder, D-Achim. Und ihr seht's heute mal wieder mit WWE 2K17. Das hatte ich ja schon bei meinem 50-Abo-Special dabei. Und ja, heute werde ich wieder ein WrestleMania-Match spielen. Hier Bray Wyatt gegen Randy Orton um den WWE World Title. Ich würde sagen, das überspringe ich hier erstmal. Bray Wyatt. Er guckt ziemlich komisch. Ich weiß nicht, ob er Face ist, aber es sah zumindest so aus. Randy Orton. Auch einer meiner Lieblingswrestler. Und er hat auf jeden Fall den geilsten Finishing Move mit seinem RKO. Das kann man nicht bestreiten. Und ich hoffe einfach, dass dieses Match nicht so lange dauert wie das letztes Mal mit Roman Reigns gegen Undertaker, weil in Wahrheit hat das über eine halbe Stunde gedauert. Das muss ich so zusammencutten. Das war schon heftig. Gab es irgendwie auch einige Finisher. Und ich sehe schon, wenn die Orton will mich direkt hier mal fertig machen, das kriegt er aber nicht hin. Da gibt es die dritte. In die Ecke mit ihm. Und er kontert natürlich, war klar. Typisch Randy Orton. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich gut, dass Randy Orton den Royal Rumble gewonnen hat. Dann hätte Roman Reigns gewonnen, dann hätte mich das auch ziemlich abgefuckt, weil eigentlich will auch keiner Roman Reigns so wirklich im Hauptmatch stehen von WrestleMania. Deswegen ist das schon besser so. Trotzdem hat Roman Reigns dann noch ein ganz gutes Match, denke ich mal, bei WrestleMania gegen den Undertaker. Und da stellt sich immer noch die Frage, ob Roman Reigns gewinnen wird, was eigentlich ziemlich wahrscheinlich wäre, weil Undertaker danach ja kein Match mehr haben wird. Oh, jetzt legt er aber hier nach. Das ist nicht gut. So, jetzt lass mich hier mal wieder kontern. Nice. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass Bray Wyatt die WWE World Heavyweight Championship bei WrestleMania verteidigen wird. Ich denke, Randy Orton als Champion ist schon besser. So, da habe ich ihn gekontert. Nice. Genau, gehen wir mal ein paar Moves hier außen. Nee, das wollte ich eigentlich gerade mit dir machen, also so geht's mal wohl nicht. Genau, jubel erstmal, ne? Okay. Sah ein bisschen komisch aus. Oh Mann, jetzt wollte ich gerade jubeln. Egal, jubel ich jetzt. Genau, hau ihn erstmal down hier. So, das musste auch mal sein. Okay, ich musste noch einen Boden kriegen, habe ich gerade gesehen. Da kann ich Signature machen. Obwohl, ich glaube, es geht so auch schon. Okay, das ist ein Signature Move. Ich denke mal, den Finisher werde ich jetzt noch nicht direkt machen. Weil ich denke mal, wenn ich ihn noch so ein bisschen schwäche, dann könnte er auch down sein mit einem Finisher. Oh Mist. Ah, Wall Break. Nice. So, kontern. So, dann machen wir mal einen auf Highflyer. Ja, nice. Nein, du machst jetzt nicht dein Comeback. Och Mist.
Nee, nicht dein Power Slam hier. Nein, das muss es nicht sein. Das ist der perfekte Power Slam hier. Okay, jetzt hat das wieder ausgeglichen. Aber mit dem Cover kommt der auf keinen Fall durch. Das ist noch zu früh. Nein, nicht AKO. Mach nicht das, was ich jetzt denke. Okay, er steht einfach nur rum. Ich dachte schon, er wollte jetzt zum AKO einsetzen. Och nee. Ja, egal, ist eh World Break. Jetzt kommt auf jeden Move drauf an. Wir haben beide Finisher. Nein. Genau. Darauf habe ich gehofft, dass das gerade nicht passiert. Und wir haben ihn gekontert. Heftige Sache. Signature Move. Geladener Finisher. Und Sister Abigail. Kein Rollback, bitte. Ah, es war so klar. So machen wir das jetzt. Mann, da wollte ich ihm gerade noch ein Sister Abigail geben. Okay. Den Move habe ich auch selten bei Randy Orton gesehen. Damit kommt er jetzt noch nicht durch. Ich muss so einmal zum Two kommen und dann ist er erledigt, denke ich mal. In sein Face. Och, Braun Strowman. Ich denke, er wird mir aber helfen, weil er eher so zur White Family gehört. Und Randy Orton habe ich hier noch nicht auf White Family eingestellt. Nee, Widerstand brauche ich davor auf keinen Fall. Ja, ja, ich glaube, er ist für mich. Umso besser. Och nee. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich muss irgendwie kontern. Nice. Och, tritt ihn doch. Okay, jetzt haben wir es wieder. Und er kontert schon wieder. Ich muss sagen, gegen Randy Orton ist es echt nicht einfacher als gegen Roman Reigns. Und sie wollen den AKO sehen. Ja, genau, ein Komma hier erstmal. Was? Ist er doch für Randy Orton oder was? Verstehe ich gerade gar nicht. Okay, er wurde schon mal rausgeworfen, das ist schon mal nice. Da kann er schon mal nicht mehr rumnerven. Konter doch. Wieso immer zu früh? Nice. Wieso kontert er eigentlich immer? Ich verstehe es nicht. Das muss ich auch mal immer kontern. Ey, schon wieder. Schon wieder genau dasselbe wie gerade eben. Nee, jetzt nicht durch Countout. Das kann er nicht bringen. Genau, und rein in den Ring. Boah, wie hier schon Bluse, ist sehr heftig. Ja, der kommt schon früh genug rein. Okay, schlagen wir ihn mal hier. Okay, er schlägt mich auch. Och nee, er hat auch schon wieder Finisher. Weg mit ihm. Komm jetzt, Sister Abigail. Und da ist er. Der Sister Abigail. Und reicht es aus. Das muss er jetzt, obwohl er hat auch Finisher, damit kann er einen Kickout setzen. Ja, er hat seinen Finisher dafür verbraucht.
Komm, noch ein. Der muss das Finish bringen. Und nochmals ist der Abigail. Ach, es ist immer hochweg. Ich würde auch mal gerne wissen, wie man den so ziehen kann, weil das habe ich voll vergessen. Nein! Was? Ach nee, jetzt hat er durch einen Einroller gewonnen. Ja, egal, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und ciao.